Herzlich willkommen zu Let's Talk About Fifth Planet. Ja, hier ist der Underwater Frank und der Tampi, hallo. Und zu Gast haben wir heute den BAT Laxfriedi. Hallo Laxfriedi. Hi ho. Danke, grüß. Moin moin. Moin moin, genau. Ja, Laxfriedi, dann erzähl uns doch mal, welches Level bist du in Fishing Planet? Wie lange spielst du schon und was ist so dein Lieblingssee zurzeit? Also ich habe Level 26. Alaska, Michigan, das sind die beiden Favoritenseen, wobei eigentlich alle ganz schön sind. Und ja, da kann man also am besten leveln. Wie lange bist du schon im Bierstübchen? Bitte? Wie lange bist du schon bei uns im Bierstübchen? Oh, ich denke ungefähr ein Jahr, okay. Etwas drüber. Und gefällt dir immer noch? Immer noch, auf jeden Fall, ja. Gute Leute, gute Kumpels, gute Gespräche. Ja, siehst du. Was will man mehr? Ja, was findest du denn so positiv an dem Spiel? Warum spielst du, warum suchtest du das so? Positiv würde ich sagen, ist es hier das beste Angelspiel, das zurzeit überhaupt auf dem Markt ist. Ja, das ist richtig. Moment. Ich habe gerade was Dickes dran. Okay. Ja, er ist gleich drauf. Nee, er kämpft. Ja. Und was findest du sonst noch so schön an dem Spiel? Warum verbringst du, sag ich mal, regelmäßig Zeit in dem Spiel? Ja, zum einen, weil ich eigentlich gerne angel, aber auch zum Beispiel im Winter nicht so gerne draußen am See sitze. Ja. Ja, ein gewisses Alter, wo es dann schon mal in die Knochen geht. Und das Angelspiel an sich hier ist eigentlich sehr realistisch gemacht. Die Landschaften sind wunderschön gestaltet. Die Seen, allein schon die Strömung in den Gewässern sind sehr, sehr realistisch dargestellt. Es gibt da überhaupt keine Beanstandung. Okay. Ja, und was fällt dir so negativ in dem Spiel auf? Wo hast du da vielleicht auch was? Kritikpunkte. Negativen Punkte, also was zu bemängeln? Eigentlich gar nichts. Aus dem einfachen Grunde, wenn man ja deine Videos gesehen hat, dann weiß man, dass, was die Programmierer hier noch alles vorhaben, was sie alles noch bewerkstelligen wollen und auch wahrscheinlich tun werden. Da kann man eigentlich jetzt gar nichts bemängeln. Ja, das ist richtig. Also wenn man jetzt die Roadmap sieht und auch so sieht, was haben sie noch alles vor, was ich jetzt zum Beispiel negativ sehen würde, ist halt, dass es halt in unregelmäßigen Abständen kommt. Ich hoffe, dass sie in Zukunft das ein bisschen regelmäßiger machen. Würde ich halt noch gut finden. Und klar, es kann immer zu Verschiebungen und sowas kommen, aber ich sag mal, wenn sie das wirklich durchziehen, was sie sich jetzt vorgenommen haben, ja, dann kann man jetzt wirklich, ja, ist schon richtig, kann man nicht allzu viel bemängeln, ja, ist richtig. Also ich habe noch ein paar Punkte, die ich bemängel, und zwar erstmal Inventory. Also im Inventar dauert das super lange, bis man irgendwie irgendwelche Bereiche, ob da man jetzt Köder wechselt oder neue Angeln ausdings. Jedes Mal, wenn man dann hin und her switcht, dann dauert das so lange, bis das geladen ist. Aber naja, das ist dann so ein Punkt von mir, was ich als Entwickler ziemlich schnell fixen würde. Ja, okay, ja, man kann ja aber die einzelnen Bereiche durchschalten. Und wenn man das macht, dann geht es doch deutlich schneller. Okay. Das ist eben halt etwas, mühsam will ich gar nicht sagen. Man muss eben halt nur gucken und wissen, welchen Bereich ich gerade benutzen möchte. Und dann geht das also sehr schnell. Dann dauert das nicht sehr lange. Also das mit dem Inventar-Lag, das haben sie ja auch schon gesagt. Das wollen die ja jetzt in einem großen Update patchen. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Vielleicht sieht man auch schon die Verbesserungen, wenn wir vielleicht, ich habe an der letzten Folge auch gesagt, mit dem Closed Beta ist ja jetzt die nächsten Tage, geht das ja los.
Ne, wenn ihr euch da auch bewerben wollt, einfach den Support per E-Mail anschreiben auf Englisch. Vielleicht kriegt ihr dann auch nochmal die Chance, daran teilzunehmen. Ja, da, wenn ich einen Zugang kriege oder der Tampi einen Zugang kriegt, dann kann man ja schon mal da so ein bisschen Bericht erstatten, welche Verbesserungen denn wirklich jetzt drin sind. Das, ne? Ja, nur veröffentlichen kann, dürfen wir das halt nicht. Genau, wir dürfen halt keine Videos dann machen, wenn wir das spielen, auch keine Screenshots. Aber wir können ja trotzdem schon mal ein bisschen drüber erzählen, das ist ja nicht so schlimm. Ja, Freddy, erzähl doch mal so ein bisschen Bierstübchen. Was findest du so positiv am Bierstübchen und in einem Club zu angeln? Ah, ich finde ja eigentlich, dass wir zum Beispiel sehr viele andere Games auch betreut werden. Dass man gute Tipps und Tricks bekommt, dass man überall mit den Leuten zusammenspielen kann, egal ob man jetzt den Landwirtschaftssimulator spielt oder zum Jagen geht oder hier angeln geht. Man hat immer Ansprechpartner. Das ist eigentlich unbezahlbar. Das ist das Schöne an so einer Community, wenn man sie hat. Ja, da kann ich nur zustimmen. Also, ich sag mal, ohne die Bierstübchen-Community wäre es für mich in Fishing Planet und halt auch in anderen Spielen sehr, sehr schwer geworden. Ne? Also hätte auf jeden Fall richtig lange gedauert, bis man das alles selber rausbekommen hätte oder sich bei YouTube durcharbeiten oder sonst was. Ich weiß, Stunden spielst du ja so? Am Anfang, so das erste Vierteljahr, war ich ja noch nicht bei euch. Und da war ich also praktisch immer allein unterwegs und dann musste man also dauernd irgendwie fragen und was geht hier, wie macht man das und so weiter. Weil das ja eben doch wie sagt man dazu? Man muss schon genau gucken, was man tut hier. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendeine Angel rausschmeiße, mit eine Schnur dran mache und dann mal gucken, ob der Fisch beißt. Das geht nicht. Ich muss also hier Bescheid wissen, was ich tue. Und das dann musste man natürlich sehr, sehr viele Leute fragen, schreiben, ne? Und darauf warten und hoffen, dass irgendjemand dir mal irgendwie einen Tipp gibt. Und das ist in der Community natürlich ganz anders, ne? Da kriegst du pausenlos Tipps, wenn du das haben möchtest, ne? Ja. Wie viele Stunden spielst du so täglich? Hier beim Fischen? Ja, ja. Ja, etwa 1 bis 2 Stunden gebe ich eigentlich täglich rein. Okay. Ja. Ja, was und? Hast du sonst noch so für Verbesserungsvorschläge oder Wünsche? Was wünschst du dir, was vielleicht noch in dem Spiel kommen könnte oder ja, kommen also sollte? Wünschen würde ich mir, dass ich die Fische aus dem Monitor holen kann und essen kann. Weil die sehen so geil und fantastisch aus. Ja, die sehen. Also, da kriege ich bei jedem Fisch, den ich fange, Appetit, ne? Also da muss ich wirklich zustimmen. Ich habe letztens noch mal eine Doku gesehen über Alaska, wo sie die verschiedenen Lachsarten geangelt haben. Und auch die Forellenarten, die sehen wirklich im Spiel 1:1 so aus wie in echt. Also ist wirklich so. Die haben da die Königslachse rausgeholt. Ich dachte, sieht da genauso aus wie in Fishing Planet, ne? Also Wahnsinn. Ja. Vor allen Dingen auch, wenn du mal den, habt ihr schon mal einen Buckellachs gefangen? Ich weiß es nicht. Ja. Wenn euch den mal angeschaut hat, mit seinen Perlmutt-Schimmern und alles, also sieht toll aus. Ich hatte letztens real eine Forelle gefangen, die so aus wie die Dolly Waden. Ja, genau. Ja, war ein Rogner, wusste ich, habe ich nicht gesehen, dass das ein Rogner war. Sonst hätte ich halt wieder freigelassen. Aber als ich das denn zu Hause ausgenommen habe, dann sah ich den halt den ganzen Laich da dran. Oh. Sowas finde ich dann halt immer schade, weißt du? Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den Fisch halt freigelassen. Also was, ja, aber was da kannst du ja Kaviar draus machen. Denn, ne? Ja, nee, aber das ist nicht so meins. Also was ich mir zum Beispiel noch wünschen würde, wäre halt noch so ein bisschen, dass man den Fisch, sag ich mal, verarbeiten kann. Ja. Dass es so leichte Animationen gibt, dass man den Fisch verarbeitet, vielleicht aufs Feuer legt und dann einfach so eine kleine Stelle hier aufbauen kann. Dass man dann zusammen ein Zelt hat, einen Grill anschmeißt und den Fisch einfach so zubereitet, vielleicht, das wäre auch richtig geil. Ja, aber dann geht's ja eher schon zum Survival Game. Ja, gut, das ist richtig. Was wir letztens besprochen hatten mit den Beaks, das war dieses mit dem, wo du sagtest, mit dem Kescher. Dass man die Fische mit dem Kescher landen kann. Das wäre eine geile Sache so.
Ja gut, das sieht natürlich ein bisschen merkwürdig aus, wenn ich bei 4 Meter im Wasser den Fisch dann an der Schnur raushole, ne? Ja, okay, also, dass ich den noch halte und zeige, ne? Wenn ich, vor allen Dingen, wenn ich dann 37 Kilo Königslachs dran habe. Ja. Naja, gut. Es bleibt ein Spiel, das müssen wir mal nicht vergessen. Ja. Und es macht viel Freude, hier zu fischen. Und wer sowieso was damit zu tun hat, das heißt also auch im Real Life, fischen geht und so, der wird hier feststellen, dass er das hier eigentlich genauso machen muss. Mit allen Finessen und Tricks. Und dann wird er auch seinen Spaß dabei haben. Mhm. Ja, was ich halt noch schade finde, ist mit den Uhrzeiten halt. Fängst oder was, Uhrzeiten und halt das Wetter. Ich versuche jetzt hier, bin in New York und versuche auf Zander zu gehen. Und man weiß ja, dass das am besten funktioniert, wenn es regnet. Ich versuche es jetzt einfach mal bei Sonne und ich kriege hier nicht einen ans Band, ne? Das finde ich halt ein bisschen schade so. Ja, aber naja, gut, in der Natur ist das nicht viel anders, ne? Naja, aber ich habe auch schon Zander gefangen, wo wir gedacht hatten, da ist niemals ein Zander, weil der Zander ja eher vielleicht den Kiesboden mag. Den habe ich im Schlamm gefangen, im schlammigen Boden. Ich meine, kein Mensch war schon mal ein Fisch und weiß, wie Fische sich verhalten und was die tun und wo die schwimmen und was die an Fressverhalten haben und sowas. Also, meine Erfahrung, seitdem ich angel, und ich angel schon seit über 40 Jahren real, und ich habe schon Dinge erlebt, wo ich nie gedacht hätte, dass man so den Fisch da rausholt, gerade den Fisch und sowas alles. Also, ja. Also was ich noch wichtig finden würde, sind auch so Spielelemente, was sie ja auch geplant haben mit den Missionen und den Quests. Finde ich geil, ja, dass wenn du jetzt täglich einloggst und dann hast du eine neue Mission oder eine neue Quest, die du erfüllen kannst, das lockt die Spieler dann auch mal täglich wieder rein. Genauso halt, was wir letztes Mal auch besprochen haben, mit dem monatlichen Double XP Event, das lockt auch Spieler an. Also das wäre schon cool, und wenn man irgendwie später dann halt den Club gründen könnte und dann sagen könnte, ja komm, ich mache jetzt einfach mal ein kleines Mini-Wettbewerb und plane das jetzt mal so kurz und setze das dann um, das wäre auch cool. Also so ein bisschen so Spielelemente, die halt wichtig sind. Das wäre auch schön, wenn da noch ein bisschen mehr kommen würde, als jetzt nur, sag ich mal, zu leveln und Geld und Erfahrung zu sammeln, um jetzt neue Sachen freizuschalten oder so. Ja. Also das wäre auch cool, wenn da noch ein bisschen mehr kommen würde. Ja, aber letztendlich sollte man hier auch bedenken, dass das Spiel eigentlich noch relativ in den Kinderschuhen steckt. Das ist richtig. Denn was die angekündigt haben und was sie also wirklich vorhaben, das ist sehr ambitioniert, würde ich mal sagen. Und das wird dann noch eine spannende Sache hier. Ja, also ich bin auch schon sehr gespannt. Ja, Grundfischen, Federn. Oder Nachtangeln. Ja. Da bin ich schon sehr gespannt, ja. Gerade auch das mit den Federn. Kommt noch. Das mit den Federnfischen, also mit diesen Futterkörben da, das stelle ich mir auch interessant vor. Also, man dann quasi das Essen da in diesen Korb reinmacht, ne, und dann diese Wolke da entsteht im Wasser und die Fische anlockt, das ist, denke ich, auch schon interessant. Ja, du hast es ja gesehen, als du hier in Flensburg warst und wir real mit Futterkorb gehandelt haben und so, das ist schon eine geile Sache. Wenn man da sitzt vor der Angel, die Angel liegt auf dem Rodpot, ein Bissanzeiger, und plötzlich macht das Brr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 r
freue mich auch schon auf den nächsten Gast. Wir sagen mal noch nicht, wer das ist. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge nochmal danke an den Lachsfreddy. Und ja. Ciao. Tschüss. Ja, moin. Moin. Ja, tschüss.